So, fahrst du wieder Volks auf Omnibus? Vergiss aber nur mein Epizider hochzuschalten. Louis, ich muss mich nicht derangieren. Ich muss meine Sexualhormone aktivieren. Omnibus. Im Omnibus? Ah, die Jugend von heute, keine Ahnung. Wie kann man deine Apps aktivieren, was schon lange demodiert, sogar tot ist? Louis, Sex ist kein Frau vom Elder, aber vom Gansch. Ich verstehe. Sex im Alter ist so richtig platonisch. Gar nichts verstehst du. Louis, der Körper besteht aus Hufe Vibratoren. Und so wie bei mir da alles ins Vibrieren kommt, bin ich neuer Omnipotent. Omnibus. Ach so. Und es zählt dann bis in unten. Hey, wo hast du ständig Durchfall? Was? Mein Durchfall kommt vom schlechten Chor von deiner Mama. So, das könnte stimmen. Dann zieh dir das sicher der Kartin aus, sonst ich auch kein Sodbrennen mehr. Ah, Louis, du weißt doch genau, also man muss alles aktivieren mit Sexualhormonen und mit Omnibus. Und bei mir kommt jetzt alles ins Vibrieren. Omnibus. Ja, und angenommen das klappt, wie willst schon du in dem Elden noch auf Frau finden? Ich geh neuer noch direkt auf den Kirchhof. Auf den Kirchhof? Ja, grabst du deine aus? Quatsch! Aber dort sind von 10 bis 11 über 20 Witwen, wo die Gräber Wasser bringen. Gar nicht schlecht. Ja, und du meinst, du hättest dort noch deine Chance? Louis, ich überlass nix im Sofa. Ne? Ich ess jeden Tag Zellereipille, trink jeden Morgen ein frisches Ei aus, dusch kalt und kauf mir jeden Monat den nächsten Playboy. Ja, und du meinst, der Kirchhof wärst du doch so das richtige Platz für eine Finne zum Heiraten? Ich denke ja so kleine Hochzeit machen. Aber ich helfe ja dort neuer da, den reichen Witwe mal ein Wasser beibringen oder schenk ihnen Miosotis. Das macht sie willig. Ja. Ja, und was machst du mit einer armen Witfrauen? Ah, die kann mit einem Kumpel da ansprenzen. Ich habe ihnen gesagt, deine Hälfte Hans mit Wasser beibringen. Ja, und für was sprenzt jetzt gerade Hans die arme Witfrauen? Aber er selber Strich ist, da kann sich eine schöne aussuchen. Ja. Sind reiche Frauen denn wuscht? Reiche Frau ist nie wuscht. Notfalls trinkt man sie sich schön. Und hast du dir schon mal eine schön getrunken? Louis, alles muss seine Zeit haben. Ich bin heute noch so der Mina Geis und sah ihr, dass sein Mann mir schön ist und gesagt hat, ich soll zu ihr ziehen. Und als Beweis schmeckt sie ihm gerade sogar noch violetter. Ja. Und du meinst, die glaubt es dir gerade so? Ich hätte vorher eine Flasche voll violetter Parfumde riechen können. Opa, Opa, so ganz legal ist das doch nicht, ha? In der Liebe und in der Krieg ist alles legal. Und zur Sicherheit habe ich sogar noch einen Kontaktannons ins Internet gemacht mit Mini-Adresse drauf. Ja, wie kommt denn jetzt ein Rentner gerade ins Internet? Ganz einfach, trinkst mit und auf die Tusch alt und supprimiert. Ganz null verdient. Ja, was schreibst du denn da? Liegt angefühlt der Rentner, der sich mit Selleriekapseln und Eier ernährt, der gerne mit einer richtigen Wettfrau Omnibus fahren. Louis, du musst mich jetzt nicht auslachen. Es kommt einmal ein Sieg, dann wärst du auch alt. Ja. Und dann bist du auch froh, dass es Viagra und lange Unterhose gibt. Oh, excusez mich, Opa. Du hast ja schon recht. So, aber weißt du was? Jetzt muss ich los. Ich muss morgen noch am Bahnhof abholen gehen. Nee, für was? Ist die Talasso schon rum? Ich hab im Moment schon da noch eine sturmfreie Bude. Die muss doch so rein kommen, weil der Papa aber von der Kuh heimkommt.
Ah ja, das habe ich aber auch noch nicht verstanden, wie da der als Beamter für 8 Stunden Büroschlaf auch noch eine Kur verschrieben kriegt. So, und denk dran, ne? Wir dürfen nichts verraten. Der Mama sind ein Liefding, soll eine Überraschung sein für den Papa. Ja. Hoppla, ich geh da, ne? Alles Salut, klar. Opa. Liefding, Liefding. So Liefding kennt ich ja auch schon gebrochen. Überhaupt neue Stoßdämpfer. Ich glaube, jetzt bin ich aber fit wie ein Sportschlapper. Aber jetzt nix wie los und schnell auf der Kirche. Oh, mein Kriegs, ja. Oh, ja. Omnibus. Omnibus. Tani Monto. Aber Rolf, vielmals merci, dass du mich abgeholt hast. He? Hey, Erwin, so Sache, das ist doch selbstverständlich, ne? Ja, aber hast du mir nicht eben gesagt, wie wenn meine Frau wird heute von seiner Kur heimkommen? Ja, das stimmt. Deine Frau, die hat sich neu aufpolstern lassen. Aber das soll ja Überraschung wäre für dich. Oh. Die hat sich allemal lassen, das Fett absaugen. Und der Tränen sind leer pumpen. Das vielleicht. Aber sag mal, hast du nicht sollen in der Kür blieben bis übermorgen überhaupt, ne? Ja, ich han die Kur müssen abbrechen, weil sie mich nämlich in Nuss geschmissen haben. Eine Nuss geschmissene Kur? Ja. Aber was dann? Die haben mich verwitscht, wie ich in die Pissin gepinkelt han. Aber so schlimm ist doch das nicht, ey. Ah, das machen sie ja alle, Frau, doch mal. Aber nicht wie ich. Aber was? Ha, ich habe oben auf dem 3 Meter Brett gestanden. Erwin! Auf den Händen so. Und habe nun laufen gelassen. Ha, warst du so besoffen, Erwin? Ich hatte die Sitze gehabt, ich sag das. Man hat dort Abschiedfeier gehabt und dann habe ich verloren im Flaschendreher. Ah ja, wie immer, da muss ich ja verlieren. Ja, sag mal, was warst denn du eigentlich in der Kür? Wäre ihr deiner Büroallergie da? Oder der Sauferei da? Oh, nein. Dann war ich in Kur, weil ihr eine typische Frauenkrankheit. Eine Frauenkrankheit? Ja. Erwin! Ja. Bettlappmigräne. Bettlappmigräne? Ist das ansteckend? Überhaupt nicht. Aber sobald, als ich mich abends aufs Bett gesetzt habe, so, ja, hab ich so schrecklich Kopfweh gekriegt. Du? Ja. Und die Frau? Die hat immer Kopfweh, wenn ich gehabt. Ja, weißt du mal, hast du in der Kür da, hast du einen Kopf gehabt? Keine Spur. Gar keinen? Aber weißt du, was ich meine jetzt schon? Sieht da in der Hemd? Sieht da in der Hemd? Habe ich schon so See im Knick da und Blähungen im Mann, ja. Oh, ich werde ganz schlimm, ja. Aber sag wohl, ich wollte jetzt gern wissen, stimmt das alles, was er da von deiner Kur hat erzählt da? So Frauengeschichte, oder was man da alles her? Da stimmt nix. Nix? Aber eins kann ich dir sagen. Bei mir hat's nachts, alle Nacht, vorweg, 4-5 Mal an der Tür geklopft. Aber ich habe nicht aufgemacht. Ah ja! Und in Ordnung. Du,
Du bist ein Kerl, du bist deiner Ehemann treu, deiner Frau. Ganz genau, ganz genau. Ah, ja, ey. Ich habe ja schließlich gewusst, es war die Magda, liebe Frau. Da. So 90-jähriges Alter. Oh, okay. Ohne Sehen im Muls. Das ist es nicht. Die hat den ganzen Tag hat die am Männerkabinett gestanden. Auf mich lustere. Hey, aber wei, dass ich eine Frau immer so älter, es so konnte gehen lassen. Aber no. War er dann nur so alt oder vielleicht dann noch jünger, ne? Hey, ja? Nicht, dass du Mensch aus dort nur verdorbenes Fleisch genommen. Ja. Da war eine. Wow! Gell? Oh, die Clara! Oh! Das sind mir die Hennfichte. Oh. Erwin! Clara, das Ding da! Also, ich sehe dich, glaube ich, schon kommen da mit dem Ding. Das Clara. Ja. Eine bildschöne Frau, sag ich. Und steinreich. Und weißt du, was die gesagt hat? Nur der Kuh will sie da zu mir sehen. Zu dir ziehen? Ja. Ah, ja, genau, was machst du dann mit deiner Emma? Leck da nicht. Aber mal, abfisch, so weit bist du. Ah, ja, ich hab der Clara gesagt, ich bin ein reicher Junggesell. Und ein Schauspieler. Ah, ja, jetzt ist die Frau, wa? Emma oder Clara? Aber Erwin, hoi! Also Junggesell! Auf einmal! Eier, spinnst du tatsächlich? Die Frau, so, die hat mir völlig den Kopf verdreht. Ah ja, das glaube ich da. Aber ich sag da, pass nur auf! Nicht, dass der die Emma, der deinen Kopf noch abdreht. He? Ja, ja, hör schon mal. Aber was machst denn, wenn die Clara wirklich daherkommt, zu dir? Die kann nicht kommen. Nee, den hab ich mich ja so schnell aus dem Staat geschafft. Ah, so, weil und genau, ey, kennst du mich? Ja, ja, ein schlauer Fuchs, ne? Der hab ich noch ein Decknamen angegeben. Ein Decknamen? Ja, du bist ein Schlaumeier. Ja, ja. Und genau, der Decknamen. Wie hast du dich da genannt? Rolf Taube, Rolf Taube? Ja. Ich war das da. Hey, Moment, also Herr Schalli. Okay. Ja. Es ist mir so schnell nichts Besseres hinkommen. Also Erwin, ne? Wie kannst denn du dich nur in so ein Ding dann in den Nase? Alle, alle. Da ist allein meine Frau schuld, oder? Deine Frau? Ja, die hat mir der Kurschatter aufgesungen, ich sag das. Emma? Ja. Hat dir den Kurschatter versagt? Ja. So indirekt? Ah, ja, indirekt, ja. Ich hab dich gefragt, wenn ich jetzt dort in Kur bin und kommt so eine Frau Sommer und lad mich in zum Tanzen. Ja, ja. Was ich noch soll machen. Und nimmt mich noch mit auf sein Zimmer. Ja, und ja. Dann noch. Und was hat sie immer gesagt? Na? Du lachst, Emma hat gesagt, genier dich nicht, mach nur mit. Ja, so. Du kannst dich ja wie eine fremde Frau einmal blamieren. Alles gut, hä? Aber hoi, Erwin. Das hätte ich niemals gedenkt von dir, ja? Nee, nee. Du wärst doch nicht mehr verzählen, die Jahre, wo du geheiratet ja, bist, ja. Hast du nicht alle Geburt einmal eine andere Frau gehabt hast, ne? Ja, natürlich nicht. Ich bin daheim schon in Nachkommen. Ja. Weißt du was? Ja. Sobald du heiratest, noch hast du musst lehren, liehen. Liehen? Ah, oh, ja, ja. Sowieso war schon du deine Frau eigentlich kennengelernt. Wo ich mich nicht kennengelernt habe? Ja. Ah, oh, das ist jetzt eine gute Frau. Ja. Dann muss ich mal überlegen. Ich glaube, ja, es war immer ein großer Gläsergeschäft. Ah, voilà. Und du? Weißt du, wo ich mich nicht kennengelernt habe? Nee, das muss ich wissen. Wir haben da bei mir noch gesetzt auf dem Baum. Auf dem Baum? Ja, ja, schön, ja. Ne? Ja. Noch nicht geredet? Hä? Na, die auch nicht gerettet. Na, die wieder nicht gerettet.
Und habe ich auch nichts gesagt. Ja, und dann? Ein und noch, einen haben wir müssen heiraten. Also. Eine tolle Unterhaltung, das da. Aber weißt du was? Eine Heirat, das ist eben für eine Frau so einfach wie auch, fast ein regelmäßiges Einkommen zu sein. Ja. Weißt du was? Meine Frau darf auf alle Fälle nicht erfahren, dass die mich in die Kuh eine Nuss geschmissen hat, ne? Ja, Erwin, deine Frau, die ist ja immer bedeppert, ne? Ja, und dann noch, ja, was willst du machen? Ich könnte ja auf die kurze Zeit auch bei dir auch noch kommen, ne? Bei mir? Ja. Ach ja, das schon, ne? Aber, du weißt doch, ich wohne doch im Haus von meiner Schwermutter. Ja. Und die duldet kein fremder Mann im Haus. Und noch. Außerdem, wollt sie das direkt deiner Frau erzählen, was da passiert. Die Bissung, die rauscht dich da. Ja. Du bist ja schließlich auch ein Mann, ne? Mina Schwerwurm, da. Der sauer Zeit, dass ich Wittmann bin. Ja. Wittmann, das weißt du ja, oder? Ja. Gelt ich nicht mehr als Mann. Ach, boah. Voilà. Ja. Als was denn nicht? Als Männin. Jesus, ne? Ein Männin. Als hinter mir nicht bist, dann du jetzt ein Männin? Ein Männin, hast schon 3 Jahre. Die sah, so lang mit Eva, so lang ist die Trauerzeit. Und da sind jetzt da, ich glaube, der nächste Woche, 3 Jahre. Oh, das ist ja nicht mehr lang. Auf die Paar wird sie jetzt auch nicht mehr ankommen. Hast du Ahnung? Die passt ja auf mich auf. Ei, wie so ausgehungerter Rotweiler, die da. Du, als Polizeichef, ja, so, ja. Du gehst doch den größten Gangster hin, ne? Ja. Da wärst doch du noch mit ihnen. Wir wollen fertig werden, ne? Ich kenne mir Gangster, die da, ne? Ach so. Du hast jetzt gar keine Ahnung in dem Spiel. Die ist ja frech, die fängt ja mit dem Gebiss. Die Gewehr guckt so auf. Ja. Ist das aber... Das ist ein Ding. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Aber. Du kriegst Besuch. Ich? Jawohl. Wo wenn dann? Nein, eine alte Schulfreundin kommt zu dir. Ha? Du hast doch bestimmt noch ein Gästezimmer frei, ne? Ja, Erwin. Ich habe nicht daheim mehr Zimmer als Gäste. Ja, weich. Aber Schulfreundin hast du gesagt, da. Ja. Aber Rolfi, kennst mich nicht mehr? Ich bin doch Sartel. Spinnst du? Du bist doch der Erwin, ne? Nee, ich bin Sartel. Kehr raus, kennst mich nicht mehr? Ich kenn kein Adel. Kehr raus. Alle, ich kenn Erwin. Hier und Schelter, jetzt ist so dumm dran, Mensch, noch einmal. Ja, wie dann, ne? Ein freches Jahr im Theater. Hab ich doch die Frau heute gespielt, weißt du nicht mehr? Adel, kehr raus! Adel, kehr raus! Jetzt kommst du mal wieder hin, ne? Aber die Roll, die hast du prima hingekriegt. Toll. Und die Klamotte, die ich angehabt habe, die hol ich nach der Hemdlänge. Die kann ich ansehen. Die Schwermutter, die werde ich nicht kennen. Oh! Hey, bei, ich glaub, die da, und ob das so gut geht, kann das sagen, die sputzt Vier und Flaumen, wenn sie so etwas sieht, die da, ja. Ja, musst du dir anschauen. Das ist ja nicht mehr Fremdes. Ich bin ja eine gute Freundin von dir. Komm jetzt, das wär schon klar, komm. Ich bin mir nicht so sicher mit der Affäre. Ich kann das sagen. Die kann Gift und auch Gall sputzen, die da. Ja. So ist die. Guck jetzt. Ab, bloß in die Drachenhöhle. Ja, du kennst den Drachen nicht, hä? Hoffentlich hat sie ihr Gebiss nicht drin, Leia. Ja. Du hast gut zu reden. Aber heuch, ich kenne einen. Heiliger Schwarz! Du furchtloser Drachenkämpfer!
Helf uns diesmal, ach, deine Sprache besiege da. Wenn du so kommst, glaubst, komm jetzt, komm. Hoffentlich geht's gut. Steh uns bei. Jetzt hopp bereit. Hast du will auswandern oder was? Ei, ich habe nur das Nötigste mitgenommen. Schließlich kann ich doch nicht den ganzen Tag in denselben Kleidern rumlaufen. Ah ja. Und ich hätte gemeint, dass man bei Thalas das meiste mal Bordmantel anhat. Oh, und manchmal noch viel weniger. Der Masseur, der hat Hände. Und ein paar Abdo. Das natürlich nur für seine Erwin, die Thalas so, ja. Und schließlich hat euer Trainingsanzug gelangt, ne? Oh, Männer, du bist wie dein Papa. Ei, ich geh doch nichts nachdessen mit einem Franzosen Doktor im Trainingsanzug. Ach so, weil die Doktoren dort waren noch Franzosen? Ja, nee. Oh, das ist ja egal. Aber hoffentlich habe ich alles gewaschen, bis dein Papa wieder von der Kür kommt. Denn der bringt mir auch noch einmal einen Haufen dreckige Wäsche mit. Jo, die drei Paar ohne Hose und die zwei Trainings und sich hast du doch bald gewäscht. Oh, Männer. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Opa? Hat er sie immer noch im Kitz? Und was macht dann sein chronisches Durchfall? Opa? Hey, gespritzt! Um Eier war auch nicht bitter Geiß, Hey, glück, dass niemand weiß, dass ich Otto Omnibus hasch. Opa, bist du immer geschnappt? Immer, du bist auch schon da. Aber ich hab aber gar nicht viel Zeit. Da ich geh dran an mit Zimmer ein paar Sachen von mir holen. Alle Omnibus. Also, dass der ein Dachschaden hat, weiß ich ja. Dass aber so schlimm ist, das hab ich nicht gemeint, hä? Du weißt was? Ich glaub, im Opa sind noch Hormonen sind wieder wach geworden. Oh nee, gehört doch auf! In dem Alter wird doch nichts mehr wach! Bist du sicher? Natürlich! Schau mal deine Papa an! Bei dem hat das Alter schon angefangen, ja? So! Ich sehe jetzt meine Geiser, also der Richtwitwe von Hebedron. So, Frau Geiser, ja. Was denn das? Alte Violette haben gerettet. Ich habe zwei Karneval gesprenzt. Was? Du hast ihr Violette geschenkt? Das ist hoffnungslos verknallt in mich. Ja. Hoffentlich werde ich bald omnipotent. Omnibus. Hast du eine frische Unterwäsche an? Ein natürlich und drei Wochen lang. Super! Also nur aufpassen, dass du nicht noch einen Unfall machst mit dem Omnibus. Was? Der Opa hat Omnibus? Ja, wenn er die Gongschaltung findet. So, jetzt mach ich Koffer weg und dann muss ich aber los. Ha? Ei, wo bist denn du auch hin? Fachverkaufe. Wir können nie fragen und anfangen zu sprenzen. Was für Parfum? Violetter Duft. Also, jetzt spinnt der an. He? Hoffentlich ist mein Alt aber normal geblieben. Für was habe ich dann selbst nur den Erstbesten von der Straße weggeheiratet? Aber ich habe ja nicht gewusst, dass ich jetzt meinem Eltern noch so Chance habe. Entrée! Hier bist du, Chérie! Oh! Ich habe es nicht mehr ausgehalten ohne dich! Aber Charles, wo kommst denn du her? Und woher wärst denn du, wo ich wohne? Die Liebe findet immer eine schlüpfig Findischloch. Ich kann nicht mehr leben ohne dich. Oh, Charles, aber Charles, wenn uns jemand sieht. Aber die Liebe ist doch keine Sünde. Du bist ledig und ich bin frei wie eine Vögel. Ja, sicher. Aber übermorgen kommt mir ein Krank-Opa-Serego.
du hättest noch eine Woche bei mich in die Thalasso bleiben sollen. Ach, ich hätte alles bezahlt. Ich bin ja sehr reich, ja. Oh, wie gern wäre ich noch geblieben. Aber weißt du, übermorgen kommt der Opa zurück. Ich habe das gesagt. Ich hätte dich vergewöhnt und auf die Hände getragen. Oh, Schall, du bringst mich um den Verstand und das geht nicht. Liebe macht alles möglich. Ich werde ewig an deinen Herz, wie sagt man noch, ausrasten. Oh, mein Herz rast, oh, ja. Erhöre mich. Ich sehe zu dich. Zu mich? Zu mir? Nee, das ist unmöglich. So, jetzt geht gerade ein bisschen violette Spritze. Oh, na? Wir sind dann sieben von der Schippe runter gesprungen. Schippe? Das ist Charles de la Pissoire. Ich bin enchanté. Sie lernen zu kennen, ja. Wohnen Sie bei uns? Ich weiß nicht, aber das wäre natürlich sehr agréable für mich, ja, ja. Oh, ich hätte mir schon gern da angeboten zu übernachten, aber wir haben ja kein Zimmer mehr frei. Wir haben kein Zimmer mehr frei? Ah, er kann doch im Opas im Zimmer schlafen. Der ist ja sowieso mit dem Violette Express unterwegs. Du, ich glaube, der Opa, der ist schon langsam reif für die Psychiatrie, ja. Merci, junger Mann. Wie ist denn dein Name? Also, ich bin der Louis. Und wie heißt Sie noch? Oh, Charles de la Pissoire. Alter französischer Adler von die Land, ja. Aber du kannst Charles zu mich sagen, ja, ja. Alles klar, Charlie. Kein Problem. So, jetzt muss ich aber los auf der Kirchhof, da. Charles, nicht Charlie, ja. Eine nette Ami, ja. Wer ist sein Papa? Ein natürlich, mein Mann. Mein Bruder, der Erwin, ja. Und was macht der auf die Kirchhof? Er ist aufs Grab gegangen von seiner Mama. Oh, soll dein Bruder sein, wie sagt man noch, gewidmet? Ach, wie bedauerlich, ja. Aber du bist sicher wie eine saugende Mutter zu ihm, nicht? Ja, so kann man sagen, ja. Oh, Emma, ich werde dich beglücken ein Leben lang. Denk an die schöne Stunde bei die Thalasso. Also gut, Charles. Du kannst heute da oben das Zimmer haben, im Opa sein Zimmer haben. Aber wenn er morgen wieder zurückkommt, noch. Emma. Eine Nacht mit mich und du wirst haben, die Vögel singen in die schlafigen Zimmer. Charles, komm ich sein da jetzt ins Zimmer? Ich folge dich sogar in die Hölle. Weißt du, in mancher Ehe ist das Schlafzimmer die Vorhölle. Eigentlich ist sie ja verrückt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mach mich verrückt, bloß, ja. Doch, doch, Sie sind da schon richtig. Da wohnt mein Otto Omnibus. Das ist das erste Mal, dass ich auf dem Internet Annons untergehen habe, ja. Gut, dass Sie das gemacht haben. Der Otto Omnibus, der hat mir es so schön von ihm geschrieben, dass ich neugierig war. Gut, dass Sie gekommen sind. Jetzt nehmen Sie doch Platz. Jetzt verdammt ist mir warm. Er hat mir geschrieben, dass es ein verträumter violetter Freund ist. Das stimmt. Was schrieb er dann? Ja, aber Foto hat er natürlich keins dazu gemacht. Aber seine Beschreibung. Gott sei Dank. Jetzt lese sie doch mal vor. Ja. Also, fast noch Jugendlicher, Dynamiker, mit viel Energie in der Hüfte. Wo? Entschuldigung. Mit viel Energie in der Hüfte. Ein nicht ganz katholischer Sellerie-Typ. Ein romantischer Frauenflüsterer, der gerne Violette gießt. Opa, ein romantischer Frauenflüsterer. Ekelhaft. A
Also, ich finde Frauenflüsterer so romantisch. Ja? Und ich? Ich auch. Ich auch. Also, ich werde bald omnipotent. Das heißt, ich fahre gern Bus. Ich glaube, ich gehe Autobusprüfung machen. Ich fahre auch gern Bus. Ja? Sei du, meine Violette, die ich mit der Sens mähen kann. Ich werde dich ewig bremsen. Morgen kaufe ich mir Sens. Es so etwas Romantisches hat mir noch kein Mann geschrieben. Also ich habe mich sofort direkt unsterblich in eine verliebt. Na, wo steckt denn dann der Otto Omnibus? Wo steckt? Ja! Er steht vor dir! Du? Du? Du hast mir doch gesagt, du heißt Louis Schläfer! Ja, ich habe ein Pseudonym auf Internet benutzt. Ich bin ein bisschen timid und Schläfer klingt ja so direkt. Ich bin lieber Frauenflüsterer? Oh, ich flüstere alles für dich. Ja, ja, und du esch nicht ganz katholisch a Sellerie und rohe Eier? Ja, ich lebe praktisch nur mehr davon. Ja, was meinst du mit Energie in der Hüfte? Energie in der Hüfte? Ja. Ich tanze gern. Super! Ich auch! Oh. Und am liebsten Salsa. Oh, ich werde dich insalzen. Weißt du was? Du gehst schon da übernachten, dann können wir uns besser versalzen. Kennenlernen. Mein lieber Mann, ey, du gehst aber ran, ne? Das merkt man direkt, dass du ein Frauenflüsterer bist. Ne? Okay, bin ich ein flüssender Salsa-Tänzer. Ich freue mich schon auf die Besichtigungsfahrt. Und ich erst, komm. Omnibus, Omnibus. Das ist ein kleines Frau-Dudel nebendran, wenn ich das sage. Du sagst, du siehst ja, selbst als Frau kannst du nicht bei mir wohnen. So etwas habe ich noch nie gesehen. So. Im Minusken hat dem mir nach der Botschamba die wieder geschossen. Und da war nicht noch ein Flässiges drin. Ich kann das auch. Wenn die mal stirbt, kann die Großmama vom Teufel in Pension gehen. Ja. Was meinst du, die stirbt mal? Die stirbt doch aus Bosheit, nicht die da. Alle, alle. Das gäb's nicht, was ich da gesehen habe. Aber ich sag das. Lieber Schnecke im Salat, als mit dir am Tisch sitzen. Ich sag das. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Gehst du so lang ins Frauenhaus vielleicht? Ich geh mich sofort wieder umziehen. Nein, nein, da geh ich jetzt nicht mehr. Die zwei Tage im Dorf ins Hotel. Fertig ab. Aber oh, weißt du was? Ewig schaut, hä? Aber. Als Frau, siehst du doch besser aus, ne? Ey, weißt du was? In mir, hä? Ja. Da schläft so richtig nicht die Frau, hä? Wie merkst denn du das? Wie ich das merke? Immer wenn ich so am Showgeschäft durchstelle, da spiele in mir die Hormone wie verrückt. Komisch, wie mir, wenn ich jetzt schlafe, sind wir gehen. Wie merkst denn du das? Ich schlafe ja meistens mit Ussi vom Bett eben schon. Ja, ja. So, Charla, ich hoffe, das sind wir gefallen, da, gell? Verdammt, bin ich alt! Aber schieß!
Ich würde sogar in eine Hölle vergewohnen, wenn ich kann, sei bei dich, mach mit mich, was du willst. Oh. Aber Charles, nee, Rolf, ja? Was machst denn du da? Ich? Und wer ist denn diese da, die Frau da? Ich bin mit dem Erwin. Ich hab ja wieder vor, ob der Erwin schon da ist, ja. Nee, der Erwin kommt erst übermorgen. Geil, ja. Und wer ist denn diese Frau da? Ich bin's, Adel, kehr raus. Eine furchtbare Nebelkrähe. Ich bin erzückt. Darf ich mich vorstellen? Charles de la Pissoire. Ich zücke zurück! Das ist ein grand plaisir für mich, Madame. Und Sie, Monsieur, ja? Sie sind sicher der Bruder von die Frau Schläfer? Nee. Ich persönlich bin ein sehr guter Freund von Ihrem Mann. Jawohl. Sie meinen sicher, Sie waren eine gute Freund? Oh, nee, das bin ich immer noch. Das ist wahre Freundschaft. Über die Tod hinaus. Wenn ich froh der, was für Beziehungen haben Sie dann zu der Familie Schläfer? Also, der Charles ist ein alter Freund von unserer Familie. Sieht er wohl? Das ist schon eine lange Geschichte. Und Sie, Madame, sind Sie verheiratet? Nein, nicht mehr. Ich bin eine gute Freundin von der Familie Schläfer, ja. Sieht er wohl. Das ist eine lange Geschichte. Am besten ist eine Frau, sieht der Erwin selber. Aha, Sie kennen den Erwin? Oh ja, wie wenn ich das selber schmutz singe. Komisch, ja? Da hat er mir aber noch nichts von Ihnen erzählt. Komisch, mir auch nicht, Tate. Aber Emma, Männer reden nicht gern über heimliche Liebe. Nicht wahr, Madame Trinkhaus? Nicht Trinkhaus! Kehr raus, hab ich doch gesagt! Heimliche Liebe? Wart nur, wenn der Hemd kommt. Aber Emma, du kannst doch nicht verbieten, deinem Bruder die Erotik. Hä? Der Erwin ist ihrer Bruder. Hat er die Sonne nicht gewusst? Kann ich auch nicht. Das ist ja furchtbar, das da. Ich sei sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Dann werde ich auf alle Fall da bleiben und auf ihn warten. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nee, das tut mir leid. Aber Emma, Sie kann doch vergeschlafen in die Zimmer bei mich. Sie schlafen harter. Ja, ich schlafe in die Zimmer von die Opa. Die Opa ist in die Psyche. Er ist ein Bubu. Ja. Bubu ist der Opa. Na. Listen up. Der Opa ist jetzt im Porzellan, Alter. Er riecht in der Schüssel und im Jahr nicht raus im Schrank. Aber Charles, wo willst schon du denn dann schlafen? Vielleicht ich kuschele heute Nacht bei einer wunderschönen Frau mit die warmen Hände. Aber Herr Charles, Sie und ich in einem Bett. Aber Charles. Aber natürlich nicht, Emma. Ich schlafe natürlich woanders. Ich sagte doch, bei einer wunderschönen Frau. Will das vielleicht herrschen? Ich wär wurscht! Aber das sieht man doch, ne? Das sieht man doch, alle. Aber natürlich nicht. Sie sind wie eine Butterblume unter die Tür. Aha, so ist recht, ja.
Also, dann schlafe ich im Zimmer vom Opa. Dann sehe ich, wo schlafe ich dann? Ich werde eine Rose glücklich machen mit die Fieber, meine Liebe. Ich werde ihre Knospen geöffnen. Malone, vielleicht? Oh. Herr Pissoir! Für eine schöne Frau, ich gebe alles her, natürlich. Kommst du, Emma? Holen wir meine Bagage aus dem Zimmer. Ja, ich glaub, mir wächst da alles über den Kopf. Und Mutje, ist die hässlich, ja? Dass ich als Frau da verkleidet bin, ne? Sonst, ich würde ihm brechen alle seine Knochen, die französischen, ne? Das ist ganz einfach, aus dem Kerl, da machen wir Raffini. Genau. So ballerst du ins Kommissariat wiederkommst. Jawohl. Dann gehst du auf den Computer und dann los mal da, wo der Herr Pisa oder Schisser wo der herkommt. Mach ich. Sag mal, aber ich hab ja auch nicht gewusst, dass der Opa Bubu ist. Bubu! Das ist auch wieder genau. Ja. Was, eine Autobahn? Ja. Hast du? Nein. Hast du nicht gehört, dass die letzte Gesundheitsreform rausgekommen ist? Ab und zu werfen sie so alte, binden sie alle auf dem Rastplatz an die Autobahn und lassen sie dort. Ja, ja, der Opa an der Autobahn, aber nein, das ist ja furchtbar, dass da. Ja. Früher. Ja. Haben manche Eltern sich ihre Kinder leisten? Ja, ja, ja. Und hey, können sich die Kinder ihre Eltern nicht mehr leisten? Ja, weißt du was, Erwin? Also, ich sind der Opa schon, ne? Auf dem Parking von der Autobahn. Und da sitzen. Und da warten. Und warten und schauen. Und schließlich warten auf seinen Tod, wenn es ihm wieder geht. Ja, ja. Das kannst du mir glauben. Omnibus! Oh, Omnibus! Das war mein erster Zungenkuss. Viagra! Du hast dich da bloß hingelegt. Ah. Da ist er, Junge. Oh, Rolf! Was? Warst du Arschbremse gewesen, oder? Das ist bestimmt riech, gell? Weißt du, wie schwer Mutter schon abends davor?
sonst keine Angst an die Sahne und nichts. Ihr zwei könnt sogar mein Zimmer benutzen. Weil ich komm die Nacht alle wieder nicht heim. Omnibus! Omnibus! Bald ist später abstinen schon Schluss. Der wird mich noch kennenlernen, ich sag das. Wer? Ja. Der Charles de la Pissoire. Also ich persönlich finde ganz sympathisch. Ja? Die Franzosen, die haben einfach das Gewissen, lass ne fahren. Voilà. Laissez-faire, hast du mir gesagt. Ja, nur. Das macht mit den Franzosen nicht schmopp, wenn sie eine Fahre lassen. Hey, der französische Werkkäse, da, ja. Zwei Backen der Stunde, da. Der soll mich immer nur einmal anfassen. Ich sag das, noch wird sie ins Hornbürst bald im Leeren herumputzen. Erwin, sei nicht so streng. Und denke mal an deine Kurschatte. Kurschatte? Kurschatte, das gehört zu der Therapie. Ja. So steht's. In der Kur ist Kur. Wenn der Kur rum ist, ist auch fertig mit dem Schatten. Voilà, so ist gar nichts. Ja? Ah ja, ich verstehe. Dann habe ich wieder Bettlappmigräne, gell? Ganz genau, richtig. mein Clara, ja. Das ist nur so, Vater macht gar nicht so. Ein Paradiesvogel, hast du mir gesagt. Ah, ganz genau. Ich sag das, ich werde jetzt auf alle Fall da bleiben, verklebt und noch antreten. Bonjour. Bin ich da richtig bei Rolf Taube? Clara! Ja. Das bin ich, ja. Sie? Ja, wissen Sie, ich bin ein Paradiesvogel. Was kann ich denn machen? Was nee, das muss doch ein Irrtum sein. Bin ich da nicht richtig in der Melkstraße Nummer 10? Na ja, wenn ich melk, ja. Wenn ich vermelk. Oh, Himmel ist mir jetzt heiß, okay. Oh je. Hey, wie kommen Sie denn auf deine Gedanken, dass der Mann da wohnt? Ja. Er hat mal seiner Schwester im Emma einen Brief geschrieben. Und da hat die Adresse drauf gestanden, ich habe nicht so viel, ich habe es gesehen. Oh, ich Idiot! Aber wisst ihr, ne? Ich bin wirklich Rolf Taube. Und noch, Sie können gern bei mir übernachten. Meiner Schwiegermutter gebe ich eben bald Rion. Ja. Nee, aber wenn Sie der Rolf Taube sind, hat der mir einen falschen Namen angegeben. Oh, das werde ich rausfinden. Wie will ich sie denn das machen? Ich bleib da und warte auf seine Schwester. Die wird doch wissen, wie er heißt. Ich hab ja gar keine Schwester, alle. Ich krieg's Durchfall. So, gnädige Frau, jetzt können Sie in das Zimmer. Wo ist sie dann? Als ich schon vom Pies war. Darf ich mich vorstellen? Charles de la Pissoire. Enchanté. Sind ihr vielleicht Familie mit der Madame Pipi, wo vorne vom Kabinett sitzt? Aber non. Ich bin frei wie die Vögel unter die Himmel, ja. Und wer sind Sie? Was mache er da?
Also ich such den Rolf Taube. Dich? Mich? Ja, mich. Ja. Oh, ich habe verstanden. Sie gehören zu diesem Mann. Ach, so schade. Mais non, das ist ganz honest. Madame, sind ihr vielleicht nicht die Schwester vom Mann, wo da im Kür war? Nee. Aber immer, sie? Aber immer, natürlich bist du das. Hast du vergessen, deine Bruder sei in die Kür? Du hast also doch noch einen Bruder. Just das Nee, wie könnte ich denn das vergessen? Ja, der Erwin ist in Kür. Erwin? Oh je, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Na ja, dürfen dann Geschwister eigentlich heiraten? Menon, der Erwin ist doch lüttig. Wir haben uns doch verliebt. Wir haben ja will miteinander leben gehen. Und lieber Elmon, ich hab plötzlich abgereist. Abgereist? Wohin denn? Ich hab gemeint, er wird da. Kann ich da auf ne warten? Aber natürlich. Ich freue mich über so eine wunderschöne Untergehaltung. Auf keinen Fall. Ich habe keinen Platz mehr. Ach, dann noch. Also, Sie können ja bei mir auf Ihnen warten. Ich wohne ja direkt neben dran. Also gut, dann nehme ich ein Zimmer bei Ihnen. Ja. Wohne ihr allein? Bald. Aber vorher. Müssen wir noch in der Apotheke vorbeifahren? Ja, wieso? Ihr seid doch nicht krank. Es wäre doch nichts Ansteckendes Sinn. Wenn, na? Ich muss noch ein Liter Baldrion kaufen. Ja. Baldrion? Ja, für was brauchen Sie Baldrion? Ich muss mit einer Rotweiner inschläfern. Ja. Ihr Hund? Ja, wieso? Ah ja, wissen Sie was? Er selber das so stark! Ja. Aber auf ihrer Hunde bin ich gespannt. He? Da wird mich doch hoffentlich nicht bissen. Oh, gar keine Angst. Ich habe ihm vor, sind gebiss. In den Garten über ihn gekraucht. Ja. Gibt's jetzt auch noch Hundsgebisse? Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ja, und noch unwissender war, sind nicht Brille. Die habe ich auch in meine Hose gesteckt. Oh. Ja, wieso? Dass er ganz blind wird. Ja. So, aber auf ihrer Hund bin ich gespannt. Ah ja, dann gehen wir mal an, Lu. Komm, schnell. Also, Erwin, warte nur, wenn du mal zwischen den Fingern kommst. Geht als tote Hose in die Kür und kommt mit einer Koppin zurück. Wenn ich dich vermisch, geht die Sonne immer enger. Aber Emma, warum regnest du dich so auf? Ach, das schadet doch deiner Schönheit. Du bist so schön wie eine japanische, wie sagt man noch? Kugelige Fisch, ja. Ich könnte mich verlieren in dich. Aber Schal, man braucht doch jetzt nicht gleich jede Frau danach rennen. Und was findet dann an deren? Die Liebe hat ihn gewischt, ja. Er hat verloren die Tät wie ich, ja. Sein Kopf ist gerutscht in die Hose. Nee, du Mensch, das Herz ist in der Hose gerutscht, das Herz. Aber no, sein Herz ist, mein Herz ist nicht in die Hose. Mein Herz schlägt nur für dich. Hier, du kannst es fühlen. Es ist gerastet aus und macht bum, bum. Oh, Charles, ich bin ganz durcheinander. Ich hab Kopfweh und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Pate Problem. Ich werde dich massieren, à peu, die Tät. So. Und dann, du bist wieder fit für l'amour. Hä? Oh, l'amour verleiht Klaviere. Ja. Flügel, Mensch, der Flügel. Ach, Flügel, ja. Oh, Charles, ich hoffe, das alles ist nur ein Traum und ich werde bald wach. Aber immer, das ist doch ein wunderschöner Traum. Und die Traumpaar sind wir. Hm? Komm, lass dich fallen in meine Arme. Und
Und dann, ich werde nehmen ein Bad mit die Rosenöl, ja. Und du darfst von meinem Badewasser, wie sagt man noch, schlüpfen. Schlurpe, Mensch, de Schlurpe. Schlurpen, komm jetzt schnell, komm, ich freue mich, komm. Gelobt sei das Internet. So, jetzt muss ich mir nur noch zeigen, wie man Omnibus fährt. Wo sind denn im Opa seine Sellerie-Kapsel? Da sind sie ja. Das könnte doch eine längere Fahrt werden, hm? Vielleicht willst du sogar noch leere Ferrari fahren, hm? Ja, komm, nehmt ganz mit. Die Hausfrau des Jahres. Aber auf die Familie bin ich einmal gespannt, da. Hey, wer kriegt denn da so rum? Ich weiß nicht, ob ich das noch überlebe. Und wer sind Sie dann? Bonjour, Madame. Ich bin Sabine Klick, Reporterin vom Saar-Ebdo. Aber alle sagen nur Biene zu mir. Sind Sie die Frau Schläfer? Noch? Was will er? Und oder sind er vielleicht die Kopin von meinem Mann? Ich sehe die Herrn Humor, Frau Schläfer. Nee, du. Meine Redaktion schickt mich daher. Ihr sind zu Hausfrau des Jahres gewählt worden. Das muss ein Missverständnis sein. Nee, glauben Sie mir doch, ihr habt da 25.000 Euro gewonnen. Hä? Ja. 25.000 Euro? Einer bin ich's, ja? Ein natürlich Sinners. Ihr habt uns doch den schönen Brief, du. Die war oben an die Familie geschrieben, du. Du Hölle. Oh, das hab ich doch nur aus Langwilligkeit gemacht. Das ist alles ganz, ganz erfunden worden. Was meinen wir? Ich mein, so Familie kann man doch nicht erfinden. Und da wird's einem nicht langwillig. Wissen auf, Frau Schläfer, wir haben ja alle gern so gestaunt, wie ihr auch um eure Familie da bekümmert. Und das ohne Ballade und harte Wörter. Wenn ich nicht mal Papier bin, dann ja nicht der Rilo. Wem ist schon das? Ein Gast vom Haus müssen nicht auf eine Heuche. Wissen auf, Frau Schläfer. Aber die Familie, die ist ganz anders wie die Familie Kate zum Dorf. Oh, wem sagen Sie das? So, jetzt nehme ich nach der Tierlumpe. Ein Moment, s'il vous plaît. Wenn der in den Boot kommt, hat sie freie dunkle Stimme. Also, den hätte ich schon nicht ausgeschmissen, deine Gast. Die Frau da ist sie bewundert. Ist das ein netter Busfahrer? Ich glaube, ich gehe mir eine Jahreskarte kaufen. Also, er hat gesagt, ich soll noch ein bisschen Öl von der Vergaser mitbringen. Und es steht. Aha! Was schon? Sind ihr auch da? Wird ja auch noch
Annos? Annos? Nein, nein, ich bin da, weil ich den Brief da. Ah, ja. Weil wir nicht auf der Bus warten. Sind ja schon so spät. Der ist schon besetzt. Und eigentlich fahrt er ja nur für Salsa-Tänzerinnen. Und eigentlich ist es ja ein Schläfer. Oh, was für einer? Ich bin alles in Ordnung. Natürlich. Natürlich. Der Schmack. Na Violette und na Sellerie. Oh, ich geb dir grad Fresse. Ja, wem? Ei, der Busfahrer natürlich. Ah, da steht ja das L. Ich glaub, das war jetzt die Torte von der Familie. So, jetzt kann ich gerade einen Schnaps trinken. Ei, wo ist schon die Flasche? Da war eben so dort die Italien gewesen und die hat nicht mitgenommen. Die hat gesagt, sie ist für den Omnibus in Ehle. Oh, in dem Haus wundert mich gar nichts mehr. Bisschen ab, Frau Schläfer. Was mir noch alles gestaunt konnte. Und wenn das alles stimmt, was ihr uns in deinem Brief doch geschrieben habt, jetzt fahr ich nochmal weg. Pflege ich meinen senilen Opa? Einmal hat er Alzheimer und einmal ist er Bettbrunzer. Ja, ja, man muss sich viel um ihn bekümmern. Er kann ja kaum noch laufen und er sieht fast nicht mehr. So. Bis jetzt blieb es nur beim Sungenkuss. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin ein Viagra, wirkt ja überhaupt nicht. Ich glaube, ich kann gerade so gut für Heiko nehmen. Ich nur noch frischer das violette Parfum. Ja. Noch mein letzter Playboy. Mit dem willst du aber gehen, ha? Das war der Otto. Das ist Opas Freund aus dem Altersheim. Manchmal kommt er daher und am Ende ist er daheim. Wissen Sie, er ist ein bisschen Bubu. Und wundernswert, wie er das alles aushalten. Das war doch die Alte im Altersheim noch Viagra kriegen. Oh, keine Angst. Die Tablette, die habe ich gegen Brustpumpe umgetuscht. Aber das weiß natürlich der Otto nicht. Er bewundert sich immer nur so, dass die Dinger so schummen. Ah, ja. Ja, und was wir noch ganz toll gefunden haben, Frau Schläfer, das ist, dass er es so offen zugehen hat. Dass Ubarabu schwul ist. Schwul? Ei, hab ich denn das auch noch erfunden? Er ist nur ein bisschen schwul. Ein bisschen schwul? Wie geht denn jetzt das? Ei, wie ein bisschen schwanger. Sag mal mit, also transsexanisch. Transsexanisch? Nee, nee, das macht er nicht. Er will von Frauen nichts wissen. Ja. Na, was sagst du zu dem vierigen Texan, meine kleine Salsa-Tänzerin? Jo, echt stark, deine Energie. Oh.
Und du hättest gemeint, ich wär schwul? Aber wie kommst du eigentlich da drauf? Na ja, weißt du, wenn du hättest das ein netter, gebildeter und noch gut aussehender Kerl treffst, der auch noch gerne Liebesbriefe schreibt. Ah ja, gewöhnlich hat er schon einen Freund, ja? Der mein Freund heißt Otto Omnibus. Aber eigentlich steckt er mir jeden Monat ein bisschen Lebs von einer Frau. Auch in mir. Ja, ich hätte aber lieber einen Schläfer. Ja. Aber Louis, was soll denn das? Mama, was machst schon du? Ja. Ich habe gemeint, ich glaube, ich habe wieder. Ja, komm, Ramon, schnell weg. Aber eine Sohnkiste Frau? Ah, das ist doch keine Frau! Das ist seine Schwester! Das ist die, die ein bisschen spinnt und einen Sprachfehler hat. Oh, sie stottert nur ein bisschen. Ah, ja, ich verstehe, ja. Da sitzt sie also da, Mama. Es. Fängt sie mal noch einmal in. Es freut ja, komm auf! Ich habe ja gar nichts gemerkt. Sie hat da nicht viel geredet. Was noch so toll ist, aber das ist ein Franzos und die Franzose, das soll ja so tolle Liebhaber sein, ne? Oh, das sind aber Märchen, hä? Meiner Alt, der hat immer Kopfweh und träumen muss er auch noch. Denn da kürzlich ist er die halbe Nacht da mit dem Botschomba in einem Arm herumgelaufen. Und darum geküsst. Und ich habe immer gemeint, die Franzosen sind bis ins hohe Alter erotisch. Machen Sie sich keine Hoffnung, ne? Männer sind all selber. Schlafkappe auf zwei Steckbein. Jetzt ist meine Haut so zart wie eine Kinderpuppe. Du wirst die Tautropfen auf meine Rosenhaut sein. Und ich sehe dich schon verdampfen in meinen. Opa, wer sind Sie? Ich bin die Mummel. Die Wespe. Die Biene. Ach. Lass mich deine Nektar sein. Oh, Herr Schläfer, Sie sind mir aber einer, hä? Oh, und ihr schmeckt so gut. Ah, das ist meine neue Parfum. Ja, das ist eine Griebelwasser. Eine Griebelwasser? Ja, Griebelwasser macht Frauen ganz griebelig, ja. Spüren Sie es noch nicht? Oh doch, bis dort den Nabel. Oh, wie der Buch, der fühlt sich auch wie so wespenfest. Oh, aber Charlie betrieb's nicht. Aber immer, ich bin doch nur ein wenig höflich, so diese kleine Mummel. Wenn das da eine geile Schlafkopf mit Steckebett ist, bin ich auch ein Esel mit Wachteleier. Ich liebe Wachteleier, ja, besonders, wenn sie von so einer wunderschönen Frau, wie sagt man noch, geschenkt werden. Nee, geschenkt, Mensch, geschenkt. Chérie, ich bin fertig für l'amour. Kommst du? Ich komme auch, ich mummel auch schon. Aber Charles, reicht gut, wir haben da Besuch und es geht um 25.000 Euro. Ja. Ah, ja, genau, ja. Ja, ich muss ja jetzt noch ein Foto machen von dem schönen Ehepaar. Du. Herr Schläfer, gib es aber die Frau mal Schmutz. Aber mit Plaisir, ja. Für Geld, ich küsse sogar eine Kamel. Ja.
Sushi, ich hätte noch den Teppich genommen. So, aber jetzt langst mit deinem Foto, hä? Eh? Oh, Emma, du machst mich verrückt. Oh. Michael! Sind Sie die Letti Schwester? Jetzt warte mal. Was hat Frau Schläfer noch über Sie geschrieben? Warte mal da. Wie die etwas eingetropfene Schwester, die ein bisschen hebt und man mehr Erde macht, wie sie mal nützlich ist. Ich glaube, ich muss jetzt noch etwas erklären. Ja, natürlich. Ich bin die Schwester, ja. Und ich helfe, wo ich kann. Was? Wieso? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Das da. Madame Keraus ist deine Schwester? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Vorhin hast du so getan, als kennst du sie nicht. Eine so schöne Frau. Ich bin die Schwester und die kann mich nicht so gut hören, weil sie schauen sie für mich, weil ich so eine Knopfloch mache. Und weil ich alle Geburt humpelig so. Alle Geburt, wie sagt man noch, rumpeln Sie? Nicht humple. Ich humpel, wenn ich dran denke. Und Sie gehören sehr also der Familie. Nein, ich bin der Journalist im Saepto. Aber die Schwester dort ist zur Hausfrau des Jahres gewählt worden. Ah. Ich habe es gewusst. Cherie, du bist extraordinär. Oh. Aber dass das ordinär ist, habe ich auch nicht gewusst. Ja, das kann man wohl sagen. Denn wem versuche ich dann schon ein seniler Opa, eine behinderte Schwester, ein schwuler Sohn? Der Schwester, der Tochter hat einen Sprachfehler, der Ehemann ist ein Ausländer. Und was für einer? Ja. Und dann darf man nicht die ganze Alte nicht vom Altersheim, wo sie oft besuchen geht, und die Kloscher von der Straße, wo sie aufhebt. Oh, Jesus Gott, jetzt hätte ich ja den noch fast vergessen. Ich würde sagen, die Frau hat doch dort die 25.000 Euro verdient, ne? Ich sage es, Emma ist eine wunderbare Frau. Ich lege mich ihr zu die Füße. Wenn ich dir den Finger kriege, krabbel ich nicht mehr auf. Ich muss ja noch ein Foto machen von der ganzen Familie, du. Wo ist schon eigentlich der unser Opa? Der ist nicht da. Der ist beim Doktor und der kommt der Rest heute Abend wieder. Was hat denn der jetzt? Wissen Sie, der Opa hat Huddel mit dem Omnibus. Und er hat seine abstehenden Ohren, ja. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Oh je, und von seinen Ohren. Und sie der Mann ernähren, da braucht man gar nicht mehr retten davon. So ein Blödsinn! Jetzt muss ich ja noch einen indianischen Fruchtbarkeitstanz machen. Da soll ich ja noch Verbindung herstellen mit seinem verstorbenen Mann. So ein Quatsch da. Das treffst dich gut, he? Ich muss nämlich gerade noch ein paar Zombie haben von die Geisterbeschwörung. Opa, ist alles in Ordnung? Opa? Hey, du! Ich bin nicht dein Opa! Hey, wenn ich dein Opa wäre, dann hätte ich mich freiwillig so eine fremde Legion gemeldet. Alter? Hast du Alter so mehr gesagt? Ey, du! Ey, ich hab mehr Testosteron in den Fixen, wie du an der Brust. Und wenn ich Viren, dann auf im ganzen Dorf die Perse sammeln. Hab verstanden, Opa. Gar nichts hast du verstanden! Wenn ich dir einen Hungerkuss gebe, dann hab ich da die Mandel aus! Ja.
der Mann? Hast du schon wieder die Divora-Hetz-Migräne? Ich bin kein guter Mann. Ich bin omnipotent. Omnibus. Und das da, das gibt doch eine Fruchtbarkeit, das sah nicht einer. Und das Vierwasser. Ah, da steht ja der Schnaps. Das gibt eine Fruchtbarkeit, da ist mein lieber Kinder. Da ist ein Salatschleiter, Lomi, dreh euch Leben an. Solche Lied den Ausgang vom Altersheim verbiete. Also, du und Opa ist im Altersheim. Das hab ich gar nicht gewusst. Nein, natürlich ist ja übergeschnappt, der ist Bubu. Aber in so einer Familie würde ich nicht leben. Aber ich auch nicht. Aber ich auch nicht. Das ist ja hochstückbar. Aber Charles, du hast doch gesagt, du darfst mich ewig auf den Händen tragen. Aber Emma, natürlich, ich werde dich aber zuerst aus diesem Haus tragen und dich in meine wunderschöne Wohnung auf die Land. Und da dort wirst du meine Prinzessin auf die, wie sagt man noch? Auf die Eisbein sein. Nee, auf der Erbs, Mensch. Ja, die Erbs. Auf der Erbs. Ah, natürlich, der Kerl hat auch ein besonderes Erbs. So, ich muss doch jetzt lassen, gell? Mit unserem Meer, der hat heute noch Geburtstag. Und da muss ich auch noch hin. Ich komme dann noch später wieder zurück. Und wenn ich dann noch da sehe, dann wollte ich, dass die ganze Familie auch da ist. Ja? Und der Opa und die Alte vom Altersheim auch, gell? Denn ohne Bild kein Geld. Ich glaube, ich verzichte auf das Geld. Das kommt doch gar nicht in Frage. Das Geld haben wir, das haben ihr doch, und sie doch so super verdient, ne? Aber Emma, ich brauche das Geld, ja. Ich habe eine gute Anlage dafür. Ich mache in ein paar Tagen das Doppelte damit, ja. So, also bis später, du, gell? Ja. Von der Straße. Setzen Sie auch da an und fehlen Sie sich da wieder hin, gell? So, also bitte später bis Sommer, gell? Alle, tschüss! Ei, Rolf! Ums Himmels Willen, was ist da passiert? Ei, meine Schwermutter hat eine Baldrione will trinken. Das war ein Kampf, das da. So ein Führer hab ich noch nicht erlebt. Die hat mir meine ganze Kleider verrobt. Hey, Gott sei Dank, hat sie ja gebissen gefunden. He? Sonst hätte ich bestimmt den rechten Hinterbacken verloren. He? Ich wäre ein Profiteur und will mich in ein gemachtes Bett setzen. Und dann ist sie gegangen und hat mir das ganze Gesicht verkratzt. Gott sei Dank. Hab ich die Kohle schon vorher verwitscht, he? Oh, je. Die Weiber tauchen all nix mehr heit, und da hat sie gesagt, wir sind alles volle Modepuppe. Und dann ist sie gegangen und hat mir den ganzen Strümpf verrückt. Ey, mir hat sie es so. Backst den Käse und drei alte Sohleier vom letzten Krieg an den Kopf geworfen. Ja, ja. Und mir hat sie da die Ratten angeschmissen. Und noch habe ich ihr drei Schläge mit einer Kohlenschippe auf das Hirn gegeben. He? Ei, weißt du was? Die war kaum bewusstlos. Ich glaube, die hat auch gelacht dabei. Selbst wie sie vom Boden geleert hat, sie noch einen Fusch gemacht und noch gesputzt wie so ein alter Kochen. Und dann noch. Mit dem Trächter
mit dem Treffen, da haben wir das Baldrian hingeschoben. Oh je. Yeah. Und dann hat sie noch gekuchelt, man hat gemeint, ein Vulkan geht ausbrechen. Na ja, und ich glaube, das kommt bestimmt von den Schießbielen. Und hoffentlich finden die den richtigen Ausgang. He? Na ja. Oh Mondje, das muss ja furchtbar gewesen sein. Aber euer geschwiegerter Papa muss ja unheimlich unter diese Ehe, wie sagt man noch, geläutet haben, nicht wahr? Ach, wisst ihr noch, mein Schwerpapa, der hat immer gesagt, die drei schönsten Jahre von seiner Ehe, das waren die im Gefängnis. Was? Deiner Schwervater war im Gefängnis? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Meine Schwermutter hat ihn angezeigt, weil er sie angeblich hat will vergiften mit Pilzen. Ja. Aber deinen Mann kann ich verstehen. Das war ja Notwehr. Ja. Und was hat dann auch deiner Schwervater da so gesagt? Ganz einfach. Der hat dem Richter die allerhöchste Strafe verlangt. Ja. Ich müsste nackig da rumlaufen, wenn der Herr Taube mir keine Kleider von seiner Frau gehen hat. Aber viele Frauen sehen ohne die Kleid am schönsten angezogen aus, ja. Aber Madame, Sie können doch alles nicht tragen mit Ihrer Figur. Aber Monsieur Bissoir, ich glaube, ihr seid eine Charme. Ja. Ach du, so Charmeur, dem ist alles so zu trauen. Ja, ja. Wissen Sie, eigentlich sind ja Kleider von meiner Schwermama. Meine Frau, die hat immer das abgeschurte Ding, ist damals anziehen von ihr. Ja. Immer Schmacks, hä? Wenn nicht meine Ami wurde gesehen, ich würde doch nur mehr in bessere Kreise verkehren. Ja. Aber das sieht man doch. Jetzt, Sie sind wie eine Rasse Pferd unter einer alten Pferdedicke. Und er wird gehört, der Schocke. Und du Schreiber, du! Was meinten Sie, Madame Kerdisch aus? Heraus, habe ich gesagt. Ich kenne einen, der wäre geehrte Ämer, aus dem das Rasenpferd züft. Ich möchte gern die Jocke sein, um mich in ihre Haare festzukrallen. Ja. Was meinst du, Charles? Ich meinte, warum lassen wir den Champagner nicht fließen, jetzt wo der Drachen ist besiegt? Oh, eine gute Idee, hä? Und noch, er schläft ja friedlich, hä? Aber ich hunze zur Sicherheit im Saustall unter zwei Hinterbeine angeboten. Ach ja, und wenn sie raus will, dann muss sie, glaube ich, am Hedge vorbeigehen. Ja. Oh, aber jetzt könnte ich auch ein Glas Champagner trinken. Schließlich haben wir ja auch Grund zum Feiern. Also pass mal auf. Ich muss echt noch absahen. Oh. Emma hat 25 Mil Euro gewonnen. Ja, das ist ja toll, ne? Und was sagt denn ihr Mund dazu? Ich sag nur... Aber, ich bin natürlich übergeglückt. Ich finde, Emma hat das Geld ganz, ganz ehrlich verdient. So sitzen euch mal alle. Ja, also ich kriege das Geld aber nur, wenn ich die Familie da vorzeigen kann, die ich bei der Siedlung erfunden. Was? Du hast eine Familie erfunden? Warum das? Du hast doch mich. Oh, weil es mir langweilig war, weil ich unglücklich war und weil... Aber ich verspreche dich, du wirst niemals mehr unglücklich werden. Vorher ich sterbe? Ja! Ach so, wie kommt der schon dahin? Pass auf, weil der Sterbe geht das ganz schnell. He? Und wo ist ja jetzt das Problem? Das Problem ist, die Familie gibt's nicht. Der Opa Senil, der Mann Franzos und.
Die Narbonne ist von Soos? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Aber immer, wenn du willst, ich mache noch heute Nacht die Verlobigung. Aber das hätte man ja super blieben. Aber bis jetzt stimmt doch alles. Ich habe eine Schwester und versuche ich liegt aus dem Alter sein. Aber natürlich, ich bin ja ihre Schwester. Hey, ich Hankelmann, du bist ja französischer Bruder, ne? Und Sie, Madame? Clara von Geldisch ist mein Name. Oh, ich habe noch nie einen so wunderschönen Namen gehört. Aber Sie können doch ohne die Problem die Frau aufs die Gruftenheim spielen. Hey, mit ihrer, mit die Kleider von die Schwiegertöter. Jeder wird das glauben, nicht wahr? Ja, das macht mir nichts aus. Schließlich muss ich ja doch da bleiben, war du vom Emmerzimmer Bruder. Aber ich glaub nicht, dass der noch einmal kommt. Jetzt verstehe ich überhaupt gar nichts mehr. Ey, wem ist denn der Bruder und wem ist denn der Schwester dahin? Ey, das ist doch egal. Sie sind auf jeden Fall der senile Opa aus dem Altersheim. Ich wohne doch daheim. Und jetzt ab wohnen Sie im Altersheim. Aber umgehen, hä? Und noch, wie merkt man dann, dass ich senil bin? Na, fang schon zu sagen. Das macht doch Ihnen nichts aus, Madame Schläfer. Ihr habt doch bestimmt auch kein Opa daheim. So, mein Quatsch. Der Fruchtbarkeitstanz ist total daneben gegangen. Nur die Katze hat 7 Junge gekriegt. Jetzt soll ich ja noch Haare und Shiva anrufen. Und wie kenne ich da gerne ja gar nicht? Was ist denn da los? Ich stehe Tupper Marenio. Das denkt ja nicht stehen, ich bin bald wieder fort. Da hebt mal grad. Mein lieber Mann, gut Gesicht aus. Lass dich ja nicht vom Dorf festblicken. Die Geisterbahn sucht nämlich noch Nachwachs. Das ist nicht. Wo sind jetzt die Nebelkerzen? Da sind sie. Ja. Ich muss ja noch Nuss elern für die endliche Massage. Ich glaub ja doch, die Sache mit dem Kirchhof war keine so gute Idee. Ja. Hoffentlich hat der Schiefer mich bald. Ja. Gut, her mit dir. Hey, hast du dir auch einen Kirchhof gefunden? Ja? Du, die tätsch aber besser direkt eingraben. Ja? So, alle, ja. Viel Spaß mit der Tupper Marenio. Ja? Lass dich nur mehr nicht stehen. Alle, salam alaikum. Aber das war nicht mein Opa. Das glaube ich sofort, weil so etwas kann man nicht erfinden. Oh, apropos erfinden. Meine Jung soll noch transsibirisch sein. Ja, und seine Schwester Pupu. Aber immer, wie unglücklich du gewesen sein musst. Aber das kommt nur davon, weil du keinen Mann hast, der dich liebt, ohne Gedanken dahinter. Hm? Ich komm dir ja schon nach der Hähne. Ja, mir dann Schläfer. Wo will denn dann die Kind herholen? Na, Junge, hab ich ja schon, ne? Und der ist ganz normal. Je, jetzt komm schon, du Feigling. Ich bin's, Luisel, der Mann mit dem Regeln. Und ich habe Frau gern und schöne Männer mit der. Oh, Mama! Das ist jetzt zu viel für mich! Ja, komm, Luisel, komm! Ja. Es
Bitte? Der französische Weichkäse, der nicht im Badezimmer hingesprochen. Also auf keinen dummen Gedanken kommt. Also bitte auf die Louis und seine Schwester, bis alle Bescheid und machen mit. Das wird doch gelacht, wenn wir die 25.000 Euro nicht wollen verdienen. Hoffentlich macht der Opa uns kein Krimmling, der Käse. Ach, was bin ich da machen, komm. Im Immer muss ich ja der Cognac bringen, ja. So. Ah, Cognac war's immer noch, ja. Okay. Komm grad! Du kannst hier reinkommen! Es ist niemand da! Oh Gott, ist das mir so peinlich? Jetzt wird meine Mama wohl meinen, ich bin von da ohne Sicht, weißt du? Oh, also ich finde es super. He? Es gibt wenig Männer, die so über ihre eigene Schotte springen können. Oh, Sluise, lady of the face. Oh, ich glaube, du hast mich tatsächlich gern. Ja. Weißt du was? Ich wäre aus dir gute Hausfrau machen. Für dich werde ich sogar unsere Kinder auf die Welt bringen. Ja. Mahlzeit. Es ist so geschwisterlieb, hä? Zwischen zwei Frauen. Das ist doch ein schönes, hä? Frauen? Ja. Ich bin doch ein Mann, sieht man das nicht? Nein, ich meine nicht. Und Sie? Sind Sie leptosomisch? Ja. Sieht man denn das nicht? Das ist Ramona. Und wir zwei, wir haben uns gehen. Aber was geht an Sie das an? Oh, das geht mich viel an. Ich find's furchtbar, wenn Männer da rumlaufen als Frau verkleidet. Ja, ich find's ja auch nicht ganz normal. Aber mir hat der Tag hat so gerne Spaß gemacht. Und wissen Sie, mit so Sachen Spaß man nicht. Weil von da kann man Impo, da kann man die Sexualität verlieren, ja. Das habe ich neulich in der Apothekerrevue gelesen, ja. Oh, Jesus Gott, das ist ja schrecklich, ne? Ja, komm, zieh dich um, komm. Warten Sie noch ein bisschen, ich wollte noch ein bisschen mit mir reden. Ja, das hat sich bis morgen, komm. Louis, da blieb! Hey, was geht denn Ihnen das Recht, so mit mir zu reden? Hey, ich bin doch deiner Papa. Sie? Ich kann nicht mehr. Mein Papa ist ganz hässliche Frau. Ganz genau bin ich deiner Papa. Nur deine Mama weiß nichts davon. Meine Mama weiß nichts davon. Ja, wie geht denn das? Ja, wahrscheinlich durch Fernzündung, ne? Nee, Quatsch, deine Mama weiß nicht, dass ich da rumlauf als Frau verkleidet, voilà. Ja. Und du bist tatsächlich meine Papa? Ja. Ja, hast du deine Spleen schon lang? Sie denn noch die Kuh? Ich kann sie müssen abbrechen, weil ich. Weil ihr dort auch schon in Frauenkleider rumgelaufen sind. Nee, nicht so, Anke. Ich will euch doch die Sache erklären. Es geht um 25.000 Euro. Hä? Und ihr müsst jetzt, hey, die zwei Geschwister spielen, so dass die Mama die 25.000 Euro kriegt. Louis, du bist ja so kleiner Caesar und deine Schwester, die hat einen Sprachfehler. Ein kleiner Caesar? Ja, so eine Art Lutscher, ja. Alles klar, Papa. Er dreht durch. Bist du sicher, dass das dein Papa ist? Also, vom Gesicht her kannst du schon sehen. Aber ich muss mir zuerst mal seinen Rechtsarschbacken anschauen. Ah, genau. Das habe ich, ein Tatouage.
Kurse man einfach am Boden machen kann, ne? Was ist sicher? Du gehst bei mir niemals in Kur, ne? Ja, was ist? Glaubst du mir jetzt? Machen wir mit? Ja, hat ich der Sprachfehler, die alle Frauen haben? Kann ich bei mir Erik mit zwei Karren nicht näher? Nee, du stotterst ein bisschen, sonst nix. Aber komm ich jetzt ins Zimmer. Nun erkläre ich euch die Sache noch ein bisschen besser, komm. Also, für 25.000 Euro bin ich dabei. Ach, Leverlui! Lass mich nur machen. Die wird mich gern. Ja, sag mal. Bist du auch nicht mehr erotisch? Ich denke, weil du da als so ein Frauenkleider rumlaufst. Hat der Mama dir alles erzählt davon schon, hä? Wenn sie nun verstorbenen Monat hier. Und auch ein Vollpatra, wie sie der Mann. Ne? Und auch sie in der Unterhose mit Eingriff links. Und jeder Ohl muss ich noch etwas vorlesen vom Neuen Testament. Das ist nicht. Ich freue mich, ob ich noch wo Frauen werden kann. Omnibus. Ja, vielleicht wirkt er mit Sexappeal nicht mit. Die Geige ist ja vielleicht immun dagegen, ne? Egal, mit dem nächsten, wo ich treffe, probiere ich das aus. Omnibus. Ja, vielleicht habe ich also wenig violette Parfum gemacht. Kann auch sein. So. Omnibus. So, die zwei machen mit. Aber wir haben. Tschüss, was haben wir denn? Ja. Ja, Peter oder Lee, ja. Eine wunderschöne Frau. Nennen Sie mich. Ein natürlich, wenn dort sonst. Bin's Adel, Kehraus. Kehraus? Sag sie schon geradeaus. Adel, lass mich in den Hof kehren. Aber Sie sind es schlimmer, hä? Oh, ja, ich verstehe es mit der Frau, hä? Ich bin omnipotenter und Sie sind so reich. Ah ja, bald, sehr bald. Ja, da hab ich mal direkt gedacht, dass er wie Sie ausgesehen hat. Sie sind aber schlimmer. Ja. Mit wem hab ich dann die Ehe jetzt da? Ich bin Otto, der Opa vom Emma. Ja. Der Opa. Ein Stimmbruch hat's auch noch. Ja. Sind Sie verheiratet? Nein, auf den Moment nicht. Das treibt sich gut, ja. Ich auch nicht. Ja. Was ist? Ja? Gehen wir in unsere Pension, das haben wir ja. Sie sind aber ein Draufgänger. Ja. Sie sind ein richtiger Don Schumann. Hey, und ob ich einer bin, ein Kuss von mir, noch fühlen Sie sich wie im siebten Himmel. Oh, das heißt eh bestimmt jeder Frau das da. Oh, ja, alle weh, nur müssen Sie glauben es nicht alle. Aber ich kann es Ihnen beweisen. Oh.
das mache ich auch so gut, noch Maikleckchen. Ich Idiot, hat doch die letzte Flasche geschnappt. Ja, und ich hasse Maikleckchen. Oh, Kuss im Ehren kann niemand verwehren. Ich hasse sogar die Bärte. Ja, ich auch! So, jetzt vernasch ich dich, ja? Opa! Opa! Herr Beruf, ich bin der Erwin! Erwin! Ich bin Emma Simon! Und ich kann nicht mal direkt gedenken! Oh, so ein Wusch könnte doch keine Frau sein, ja? Aber was machst schon du deine Frau gerade? Alter, das ist eine lange Geschichte. Aber du musst verschwinden. Dich gibt's nicht mehr. Hey, hast du getrunken? Nee, halt. Ganz schnell, wie ich das sage. Es geht um 25.000 Euro. Aber das Beste, du gehst jetzt auf dein Zimmer und versteckst dich dort, bis das Foto gemacht ist. Weißt du, der Louis ist schwul. Seine Schwester hat eine Sprachfehler. Ja. Es Emma ist geheiratet mit einem Franzosen. Ja. Ich bin seine Schwester. Ja. Und der Rolf ist du. Hast du verstanden? Alles klar. Und ich bin's Carla Bruni. Du machst mit. Hallo! Hallo! Die Tür von dem Badezimmer ist geschlossen. Hallo, ich transkribiere schon. Aufmachen, bitte! Aufmachen! Wer ist das? Das ist der Dame Franzos. Den hab ich vergessen. Ja, ich komme! Also, ey, abgemacht. Geh jetzt auf den Seemann, zeigst dich nicht. Wenn dich so ein Fall jemand sieht, dann sagst du, du wärst so alter, vom Altersheim. Verstanden? Alter? Ich frage mich jetzt da, was er mit dem in der Kuh gemacht hat. Ne? Wahrscheinlich noch das Reich von seinem kleinen Herrn abgeschnitten. Ja. Nur mal, jetzt werde ich immer noch nicht, ob ich auf Frauen stehen. Omnibus! Oh, Herr, gib mir noch eine letzte Chance. Und wenn es noch nicht klappt, dann kann ich niemals mehr sprenzen. Omnibus! So, die Geburtstagsparty beim Herrn Meier ist jetzt rum. Ach. Jetzt tue ich nur noch Foto machen. Oh, merci, Herr. Die da, die ist willig. Sehen Sie, der Otto, der Penner? Ja, aber ein Anzug ist alle aus einem Grumpersack gemacht. He? Hey, ich bin kein alter Sack. He? Ich bin ein Vulkan kurz vor der Eruption. Männer, gell? Und danach kommt nur ein trockener Furz. Furz? Ich bin ein richtiger Chili-Pima auf zwei Beinen, bin ich. Ein Chili-Pima? Ja. Ich steh mehr auf Maiklöckchen Duft. Maiklöckchen? Ich hab's gewiss, das ist mein Ersatzkaiser. Wo ist dann die Familie? Ich muss doch noch ein klein bisschen mehr erfahren über Sie. Oh ja, das kann ich Ihnen alles erklären. Ich weiß Dinges, da springt Ihnen die Blues auf. Sie? Ja, aber das ist ja jetzt nicht wichtig. Da, schmack es einmal. Maiklöckchen-Duft. Oh, wenn ich Maiklöckchen-Duft schmack, da wäre ich völlig willenlos. Ja, komm mit in mein Zimmer. Lass mich die nicht stattig werden. Sie kennen, ihr habt da jetzt
Vollmond ist, habe ich da immer übernachtet. Weil mit Vollmond wäre ich immer wie so Luca Ruh. Luca? Ja. Wow, ich liebe Luca Ruh. Ja. Du alter Wolf. Hey, komm mit in meine Wolfsseele. Ich bin ja mehr auf Männer mit Vollbart. Ja! Aber der Maiglöckchen-Duft. Ja, alles klar, den sollst du nicht hängen. Was? Noch etwas war das Hinkehr. So. Ich mach ja das nur, dass Mama sein Geld kriegt. Du gefällst mir ja. Du gefällst mir. Du gefällst mir auch. Ich weiß was, wenn wir mal geheiratet sind, musst du dich auch so anziehen. Hey, du sollst doch stottern. Ah ja, ja, ja. Also, da heirate ich aber in eine komische Familie. Bobbe läuft in Frauenkleider darum, Mumme, die spinnt, Opa ist Bubu und der Sohn, der Sohn vergöttet dich, verdichtet dich alles hergehen. Das fällt aber gut. Gut, ja, morgen hab ich mein Auto zu Schrott gefahren. Morgen nehme ich Dienst. Mein Auto? Mini Passat? Die Passat, ja? Nee, das geht nicht. Also gut, du kannst da holen. Komm da her. Du hast das auf mich gern. Ah, oh, mir kleiner Zwinger, oh. Ist der Journalist von der Zeitung schon da? Oh, Entschuldigung. Ich kann ja nicht wieder sterben, da bin ich. Ja. Bitte, das macht doch nichts. Ja. Oh, muss Liebe doch so schön sein. Gell? Rolf, wenn wir mal geheiratet sind, darfst du mich auch küssen. Oh, ist das schön. Ich weiß Bescheid, Rolf. Du siehst jetzt aus wie echter Opa. Hey, das will ich mir, ne? Oh, ja. Clara. Hast du nicht eben Äpfel gesagt von heiraten da? Hä? Richtig! Ei, du! Wie du vorher bei deiner Schwimmer warst, ja, hab ich mir mal deine Sparwägler angeschaut. Du gefällst mir viel besser wie der Erwin. Aber du hast mir von Anfang auch gut gefallen. Hast du Geld? Ja, ich hast nicht nur Geld, ich bin auch eine. Ach so, und wenn der Erwin zurückkommt? Keine Angst, der lässt sich nie mehr da antreffen. Oh, das wäre ich mir nicht so sicher. Jetzt, obwohl, wenn er seine Schwester geheiratet hat, ja? Oh, yeah. Also, Rolf, wann ich heirate mal? Wann ich heirate mal? Aber willst du mich nicht zuerst ausprobieren? Ausprobieren? Ich hab gedacht, ein bisschen zusammenleben da und dann. So viel Zeit habe ich nie mehr. Also dann, ne? Aber denk an die Schwermutter, du kennst sie doch. Ich hol mir noch einmal ein Liter eingeschaunken. Keine Angst, ich hab's ihn gebissen, sagt er. Wo ist denn die Emma? Verdammt noch einmal! Na, was glaubst du nicht? Die Zählerei-Pille sind auch nicht mehr da! Da ist ja noch der Maiklöckchen-Pfarrer, da komm ich noch retten, der da unten.
liebst du da, mein kleiner, dicker Schießerle? Ey, komm schon! Das werde ich niemals vergessen. Darauf kommen wir mal später zurück. Aber Emma, das hätte ich auch gemacht. Du weißt doch, ich will doch nur das Geld. Pardon, ich will das Geld nicht. Ich will doch nur dich, ja. Darauf kommen wir mal später zurück. Aber, wo ist denn diese, wie sagt man noch, Bienenstich? Sabine heißt er. Eigentlich müsste er schon da sein, ne? Oh, das ist ganz einfach. Der Opa ist in seinem Zimmer, und der schmeckt wie so ein Stinktier, dass er sogar in einem Maiglädchen gefallen ist. Ja. Hoffentlich kommt der nicht raus, he? Denn der darf diese Reporterin nicht sehen, der verbabbelt sich. Keine Angst, der war ja vorher schon halb ausgesaut, der schläft bestimmt schon. Ja. Schön, Mamsel Ramona, dass Sie auch mitmachen, gell? Oh, Madame, Emma, das macht doch nichts, es ist schon gut. Ja. Also, so etwas ist mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert. Der alte Luca, der läuft ständig da um Bett rum und ruft einen Omnibus. Da hält kein Maiglöckchen Duft mehr. Ah, oh, nee, da kann man nichts mehr helfen. So. Jetzt müssen wir ja noch das Foto machen. Aufstellen! Ja, komm, stelle ich halt schön auf! Schön in der Reihe, ja, komm! So! Oh, leck, ist euch ja gar kein Fotoapparat. Warte einmal, grad! Nehmen Sie doch gerade den so lang, ne? Ah, der ist schon selber wieder. So, jetzt schön lachen. Herr Schläfer, leise mal den Arm um den Schiller, wo nur war die Frau. Liebe Buschere! Das Bild ist im Kasten. So, jetzt noch der Scheck. Ist mir schlecht. So, da leid das Steck, weil am Schläfer. Aber Emma, ich glaube, ich werde den Scheck für dich aufgelösen. Ne? Ich mache viel Geld damit, ja, ja. Oh, Charles, wenn ich dich nicht hätte. Aber ich gehe mit auf die Bank. He? Ich gehe mich gerade noch ansehen. Aber natürlich, ja. Ich muss ja auch noch die Kleidung vergewechseln, ja. Ich trage meine Unterhose schon über eine Stunde, ja. Und das ist nicht gut für l'amour, nee. Stimmt das wirklich? Aber jetzt wird mir ein manches klar über der Erwin. Aber natürlich stimmt das. Da kannst du fragen alle die Frauen, ja. Komm. So, komm, wir gehen mal. So, und ich geh mich auch mal umziehen. Denn noch eine Stunde in dem rum und dann kriege ich noch eine helle Stimme. Wie lang hast du denn deine oder Hose an? Ein richtiger Männer dran noch jetzt das kein ohne Hose mehr. Für mich heißt das Umsehen. Und ich geh mich jetzt auf der schweren Weg von der Bus machen. Ich geh mich auch umsehen. Ich muss mir das erste Mal neue Kleider noch kaufen. Gespannt bin ich aber doch, ob der Erwin sich noch einmal da antreffen muss. Ja, aber Clara, du hast doch mich auch nicht gemeint. Ah ja, ich geb dich ja auch nicht mehr her. Aber das Gesicht von dem Erwin alias Rolf Taube würde ich gerne sehen, wenn er mich da antrifft. Oh, ich glaub nicht, dass der sehr überrascht wird, sind. Und der wohl steckt, der ledige Schauspieler. Aber ich kann das auch.
Manchmal ist er näher, als man glaubt, hä? Dem geh nicht der hintere Fassade, ja? Ich werde mir schon kräftige Käse in der Unabog schieben. Erwin! Hau geh raus, hä? Ich muss Ihnen auch noch erzählen, was ich über den Schabel de la Mischkarre rausgefunden habe. Hast du ja nicht Charles de la Bissoire? Oh! Eigentlich herrscht er ja ganz anders. He? Nur, das erzähle ich euch aber später. He? Kommst du, Clara? Frau Kehraus, die hat auch noch eine große Überraschung für dich. He? Aber da bin ich aber gespannt. Und ich erst. Ja, ja. Also, geben wir die Überraschung nur. Hey, ich gehe arbeiten. Ja, kommen Sie. Jetzt wird aber der Schnellgang eingeschaltet. Wilma, die Schwermutter vom Rolf, ist meine letzte Hoffnung. Oh, sie ruft zwar immer Lustmulch und Gartes wäre ich noch mehr, wenn ich ans Fenster durch hab. Aber da muss ich jetzt drüber weg. Schließlich waren wir ja wohl verlobt. Ich hatte ja wohl neulich eine gefunden, wo 50.000 Franken Erotika war. Ja? Erotik, apropos Erotik. Sie steht nämlich auf lila Parfum. Halt, fehlt noch etwas. Blumen! So. Wenn's jetzt nicht wirkt, aber dann sehe ich um ins Krematorium. So, Charles. Aber jetzt hat sich der Urlaub doch noch gelohnt. He? Ich habe 25.000 Euro gewonnen und wie bringe ich dann das nur im Erwin B? Aber immer, deine Bruder weiß doch schon alles. Meine Bruder, ach so, ja, natürlich. Emma, ich glaube, das hat dich alles, wie sagt man noch, sehr weggenommen. Ich glaube, ich gebe den Scheck für dich ab. Ey, wo willst schon du denn den Scheck abgeben? Bei mich natürlich, bei deiner Bank natürlich. Du kannst mir doch trauen, ich liebe dich mehr als mein Leben. Oh, das weiß ich ja, he? Und es ist schön für jede Frau, wenn sie spürt, dass sie Süße hat. Ach, ich begehre alles von dich. Und wenn du mir bis jetzt noch nicht viel von dich, wie sagt man noch, geschenkt hast. Oh, ich tät dir gern alles schenken, aber... Du musst alle die, wie sagt man noch, Hemmungslosen von dich werfen. Ey, wie soll ich denn das noch machen? Ach. Gib mir erstmal die Scheck. Papa! Damit du frei wirst. Ich glaube, er macht dich, wie sagt man, verklemmt. Oh, gehemmt, Mensch. Vielleicht hast du recht. Aber sicher habe ich recht. Ich habe immer recht. Ich kenne die Frauen, alle die Frauen. Die Frauen sind für mich wie ein offenes Buch. Ja, und was kannst schon du bei mir lesen? Dass du dich nach Liebe versehnst. Du bist eine wunderschöne Frau, eine Rose, die ihre Knospen noch nicht geöffnet hat. Denn das der Erwin auch nur einmal zu mir sagen. Erwin? Ich meine, Bruder darf doch seiner Schwester auch Komplimente machen, ne? Sicher, sicher. Aber das ist doch wie, wenn eine Ochse macht Komplimente zu die Kuh. Willst du da damit behaupten, ich bin eine Kuh? Aber no immer. Du bist eine wunderschöne Gazelle. Eine Vogel von dem Paradies. Eine Jungbrunnen für alle die Männer. Och, Charles, du machst mir's wirklich schwer. Immer. Nimm mich oder ich gehe in die Wasser. Aber du kannst doch schwimmen. Ich kann mich auch töten durch die Gift wie Kleopatra. Hast du mich wirklich gern? Immer. Hast du jemals daran verzweifelt?
Oh, nee, nee. Aber du bist doch so ganz anders da, wie die Schlaftablette da aus Aachen. Was, was seine schlafige Tablette? Ei, das sind Männer in langen Unterhosen und mit einem dicken Bierbuch. Schau mal, da unten sind genommen von denen. Aber Emma, ich trinke keine Bier, ich trinke nur Champagner. Charles, das ist eine Idee, he? Wir gehen den Schock-Check ab und nachher gehen wir Champagner trinken, he? Endlich wirst du begnüglich. Komm. So, ich geh grad noch meine Hut aufsehen und dann komm ich gleich. Ich bin gleich wieder da. Warte schnell, he? Ach, alle die Frauen sind gleich. Lüge sie an und sie fressen dich aus die Hand, ja. Was gibt es Schöneres als eine Scheck? Au revoir, meine kleine Nachtschnecke. Ich werde den Champagner allein mit einer schönen Serveuse trinken. Charles, ich freue mich schon so richtig auf deine Champagner. Charles, oh, mir prickelt schon so richtig. Ei, Charles, wo bist du denn? Hör auf jetzt mit dem Versteck spielen. Charles, komm jetzt schnell oder wär ich bess. Älter Scheck, ei, der wär doch nicht. Louis, komm schnell. Louis! Aber was ist schon los, Mama? Ich war jetzt gerade mich um 10. Ja, heute nur mit seiner Unterhose. Ei, Madame Emma, halt mal, was ist los? Der Scheck ist fort. Fort? Ja, und der Charles ist auch fort. Auch fort? Ja, das ist nicht mein Charles. Ja, was ich immer sage. Frau, kein Mann, der keine lange Unterhose anhat und kein dicker Bierbuch hat. Was? Ja, ja, nur Männer über 40. Oh, jetzt bin ich fertig, wenn jetzt nur der Erwin da wäre. Ja, der wird auch noch kommen. Na, Herr Melzer! Den Scheck kann ich mir hinlesen. Aber der Bank, die ist nicht am Bauernhof, Herr Schaul. Ja, und Frau Wasserler will er abhauen, wenn er uns gesehen hat? Hey, das geht dich doch ein Tracker und du blöde Gans. Schaul, Erwin! Also darf ich vorstellen, so, Karl Notdurft. Alias Charles de la Pissoire. In Polizeikäse als Wissekarl bekannt. Und ein gesuchter Heiratsschwindler. Ja, ja. Und auf ihn sind 50.000 Euro gesetzt. Was? Charles Heiratsschwindler? Was kann ich denn da davor, wenn die blöde Weiber alle auf mich reinfallen, hä? Hey, die da, die hat mir doch deinen Scheck aufgeschwungen, da, ja? Wo ist mein Scheck? Sichergestellt. Aber zuerst haben wir müssen die Augen aufbauen, dass er ihn noch einmal gefunden hat. Aber Erwin, wo kommst denn du eigentlich her? Das ist eine lange Geschichte, ist da. Aber weißt du, der Herr Notdorf da, ist das die Nakurschatte gewesen? Wie lang war er denn? Oh, sehr lang, sehr lang. Und genau, noch ist die Post abgegangen. Wir haben stundenlang. Oh nee, das ist nicht wahr. Immer, sag die Wahrheit. Heuch, unser Rentner-Petting war gar nichts. Rentner-Petting? Was ist denn jetzt das da? Ei, wir sind stundenlang Hand in Hand herumgelaufen und einmal hat er mein Kusskind auf den Steher, ja. Ich blöd, Mann. Hätte ich nur das Wagner-Wesen genommen, von der hätte ich alles geredet. Ja, das ist ja ganz einfach. Jetzt krieg ich da mal ein paar Jahre in Druckene. Da kann die Wagner-Wesen zu dir kommen. Ja. So, und ich geh mich jetzt mal umziehen. Hey, da, Pipi.
sagst du? Jetzt wird's ja erst interessant. Sag mal, und was ist denn mit dem Kurschatter? Ich sah nur Clara. Da war gar nichts. Erwin, sag die Wahrheit. Also immer. Ich hab ihn gedonst, dann hab ich ihn mitgenommen ins Zimmer. Und dann? Und dann? Und dann hab ich mich blamiert. Naja, ich hab ja nicht mehr erwartet vom Schauspieler. Was? Du hast dich als ländlicher Schauspieler ausgehen? Theaterspiele, das ist das Einzige, wo ich gut kann. Oh, bei dir wär's ja immer, wenn ich immer wieder die Erstrolle spielen. Oh, Erwin, so kenn ich dich, hä? Ich verzeih da. Du mehr? Ja. Ich hab gemeint, du mit dem Herr Schalter. Aber nee, du weißt, Komplimente hat jede Frau gern. Aber den ganzen Tag halt man das nicht aus, ne? Hast du gehört, Wolf? Jeden Tag ein Kompliment. Ach, keine Angst. Ich sag dir, dass jeden Tag, dass du schön richtig bist, ja. Emma, du bist meine Rose. Oh, von der wollte ich jetzt gern die Knipp aufrissen. Mal, dann geh ich mit. Bruch nicht, bruch nicht. Ich kann mich daheim ablamieren. Nee, das geht ändern da. Ich hab einige Geheimrezepte vom Opa Grit. Ja, und was sagst du zu mir? Du bist meine schönste Salsa-Tänzerin. So, aber jetzt seh ich mich mal noch Männer aus. Furchtbar. Amateure, Blödmänner, alles Flasche. Ja, ja, genau wie dir. Die Flasche leer. Oh. Immer weißt was? Den Scheck gebe ich mir zurück. Den gebe ich mir der Frau, die er verdient hat. Ha? Oh, ungern. Aber Mensch, du, es gibt noch eine schlimmere Familie. Denn die Frau hat den Scheck verdient. Aber immer, wir kriegen doch die 50.000 Euro von der Pipi-Schal da, die Däne mehr. Ey, Durchfall soll er noch kriegen, kurze Arme, ja. Apropos Durchfall, wo ist denn der Opa? Oh. Da steht ja mein Koffer. So, ey, ich seh mit dem Rolf seine Schwermutter ins Altersheim. So hat nämlich mein Antrag im Saustall, hat's ne angenommen, ja. Aber ist komisch, ich hab sie ja kaum wiedererkannt. Sie war völlig sauber, völlig jung. Ich wär's ja nicht der Patriot getrunken. Im Omnibus. Und da drin haben mitgespielt mein Jung, der Louis und mein Mädel, Luis. Super. Seine Schwester
im Opa sind die Internetkopien. Sramona, Fremon nach Jelen. Den hab ich missen. Mein Freund, mein Kumpel, wo ich immer so gut mitgemacht hat, der Rolf, gell, René? Das war wie mein Küch, das Klara, aber nicht immer alles verzählen, gell? Ne? Oh, es war ja nichts drin. Oh, ja, es war nichts drin. Wir wissen noch nicht, wie wem, aber ist egal. Schnelle, Nathalie. Ich kann nicht präsentieren, der Haus hinterher. Unser Opa, da saß im Dorf, der hier gar nicht mal nachher, nicht vorher. Nee, vorher nicht nachher. Unser Opa, Jungbuno. Unsere Mumme. Nee, nicht Mumme. Biene, klick, klick. Jungadel. Dann da oben kommen wir aus der Uni von Sizilien. Hat noch schwer Geld gekostet. Ja. Unser Franzose, französische Bergkäse, Müller Marcel. Das ist meine Liebste. Sie nennt mich ja doch. Und wenn ich in Kur gehe, auch wenn ich gehe, sage ich noch Bescheid. Eschenbrenner, Marilyn. Und der Erwin, wo der Helm kennt, wie aber gerade Bruch. Kimmel Schall. Ich darf sie auch nicht vergessen, man misst es als Hund. Und wir sind froh, dass wir es als Hund. Und sie ist zuflöst, der Jive. Was denn ist? Der Souffleur auf der anderen Seite, Bach Joseph. Ja, ist immer bekümmert um mich. Also ich nehme mich der Ritter. Und ich darf die nicht vergessen, wo uns so schön schminken, verkleiden. Brichst du weg, die machen gerade, was wir wollen. Unsere Magiös, Freiermut, Marie-Hélène und unsere Magiös, Julia, Jimmy. Wir hoffen, dass wir euch gut amüsiert haben, dass wir gut gelacht haben. Lachen ist doch gut wie Beefsteak, bringe ich euch gar nicht ins Nachtessen. Wenn ihr nicht alles mitkriegt, dann ist die Schwurstiegel ein bisschen kompliziert. Man weiß auch nicht, wann erst der Opa da ist, wann erst er nicht da ist. Kinder, hol ich noch einmal kommen am Samstag, Sonntag, man spielt es wieder, man spielt es noch ein paar Mal, die aber kommen so lange aus einer Villa. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute Heimfahrt und sage euch, bis zum nächsten Mal. Ja.